wir möchten schauen, dass man Luft verstärkt außen fahren in neue Märkte, dass wir einfach Tourismus super gut machen, dass wir nicht an Gästeanzahl verlieren, sondern zumindest die Anzahl der Besucher oder der Nächtigungen halten, wenn wir wieder ein wenig zulegen. Das ist ein großes Ziel, aber wir sind gut aufgestellt, haben ehrgeizige, motivierte Mitarbeiter und dann ist das schon gern. Und natürlich, das hat enorm geholfen, weil wenn man daran denkt, speziell Sölden hat in der Vergangenheit fast über 80% Marktanteil an Deutschen gehabt. Wir haben im Oktober, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber in etwa nur 30%, haben wir aber gesamthaft kaum verloren. Also die 50% Differenz haben wir mit anderen Märkten aufgefangen. Ich glaube, es war grob fahrlässig gewesen, wenn wir uns nicht anderweitig umgeschaut hatten und die Lücke, die sich ja abgezeichnet hat, aufzufüllen. Die Gäste, die inzwischen im Herbst drin sind, die sind genauso aus dem Osten wie die, die im Winter drin sind. Es kämen Russen auf ein Wochenende über 2 Tage, genauso wie Polen oder Tschechen, Slowaken. Denen ist anscheinend die lange Anreise nicht zu mühsam. Mich wundert es, aber Gott sei Dank ist es so. Und ein bisschen internationaler schadet ihm sein. Nicht, dass Hannibal Lehrmann ist, aber die Veranstaltung als solches ist ja jedes Jahr geringfügig geändert worden, hat immer noch Potenzial für neue Sachen zu bringen drin. Irgendwann einmal in naher Zukunft werden wir sicher versuchen, ein anderes Thema zu machen. Wir haben es ja einmal schon mit Mars versucht, was aber noch schlussendlich nicht so gut angekommen ist. Wir werden aber auf keinen Fall, oder zumindest so sehe ich es und die meisten von meinen Vorstandskollegen, dass wir die Schiene Ischgl nachmachen und Popkonzerte als Oberaufhänger veranstalten. Erstens können wir uns dort nur gegenseitig steigern und die gleichen Leute an den gleichen Wochenenden wegnehmen, gegenseitig. Wir werden versuchen, an der Kulturschiene zu bleiben, ob uns etwas einfällt, ja, hoffentlich. Ja, die Meinung, die herrscht leider vor, dass die Mitglieder zum Teil glauben, dass wir dafür verantwortlich sind, ihre Häuser zu füllen. Wir könnten ein gutes Marketing betreiben, wir können Nachfrage schüren, aber schlussendlich hat der Tourismusverband, also Ötztal-Tourismus in dem Fall, nichts zu verkaufen. Verkaufen muss der Vermieter selber. Wir könnten sozusagen fast am silbernen oder goldenen Servierbrett wieder herbringen und aufbereiten, aber schlussendlich eine Buchung daraus machen muss er. Wir werden aber auch in der Richtung noch aktiver werden, dass wir vielleicht die jetzige Restbettenbörse, also sprich Reservierungszentrale, ausbauen und aktivieren. Wir sind da damit beschäftigt, vielleicht finden wir eine vernünftige Lösung, um da etwas zu tun. Also die Zeit ist sicher reif, auch in der Richtung zusätzlich zu kämpfen.